voller Stolz darf ich Ihnen die Premiere präsentieren, weil zum ersten Mal eine Lichterkette Multicolor. Hier funkeln vier Farben um die Wette immer abwechselnd. Sozusagen ein kunterbuntes Vergnügen. Es ist blau, rot, gelb und grün für Sie mit dabei. Und das setzt natürlich jetzt so richtige Stimmung bei Ihnen auf Ihrem Balkon, auf Ihrer Terrasse, weil Sie hier eben diesen Glühbirnchen-Effekt erzielen. Wow, ich liebe diesen Effekt. Wenn es so aussieht, als ob sich hunderte atomar verstrahlter Killer-Glühwürmchen epileptisch blinkend auf meinem Balkon versammeln, um zu besprechen, wie sie gemeinsam die Menschheit vernichten wollen. Vielleicht, indem sie pausenlos so nervös an- und ausflackern, dass es uns alle ganz verrückt macht, weil wir immer zu denken, irgendwas sei kaputt oder in Wirklichkeit wäre schon Weihnachten und wir sitzen in einer billigen Pizzeria am Arsch von Palermo. Ja, was weiß ich, welche Tricks diese verfickten Scheißglühwürmchen so drauf haben. Hä? Aber halt. Beruhigen wir uns lieber wieder. Denn was wir hier in Wirklichkeit von diesen zwei sympathisch schmierlappigen Darkroom-Eisverkäufern mit Grinsestarre angeboten bekommen, ist nicht weniger als eine Weltsensation. Halten Sie sich fest, meine Damen und Herren. Elektrische Dekorationsketten, die, angetrieben durch eine neumodische Erfindung genannt Strom, wie durch Zauberhand im Dunkeln leuchten. In sage und schreibe vier, ich wiederhole, vier Farben und sogar blinkend. Unfucking fassbar. Kein Wunder, dass Susi und Strolch hier von ihren Kunden regelrecht angebetet und vergöttert werden. Vor allem von den jungen Groupies. Hallo, Frau Müller. Grüß Gott. Schönen Mittag aus dem Bayerischen Neuem. Ich bin Frau Müller. Herr Matthias, Sie tun hier schöne Ware präsentieren. Der Herr Moderator, wunderschön. Es ist wie ein Engel. Der rechte Engelflügel kommt Ihnen entgegen, der linke Engel kommt Ihnen entgegen, der Flügel. Und Herr Matthias, es ist auch schön, Sie tun nicht nur Ware präsentieren, sondern Sie haben eine Warenphilosophie, eine Herzlichkeit, eine Herzensgüte, ein Seelenbalsam. Es ist schön. Nicht nur die Ware hier, sondern es ist so eine schöne, detaillierte, philosophische Erklärung, Herr Matthias, und ich weiß auch, dass Sie eine Schwester haben. Ja. Sie sind ein liebes Geschöpf für die Welt. Frau Müller, das freut uns. Dankeschön für die lieben Worte. Und bleibt weiterhin so beherrscht miteinander, bleibt weiterhin so voller Respekt und Achtung voreinander, denn normal müsste man, wenn man euch sieht, sagen, es muss doch der Weltfrieden kommen. Frau Müller, Sie sind ein Schatz, das geht ja wirklich runter wie Öl. Ja, richtig, wie lauwarmes Babyöl durch die Kimme in der Herrensauna, Frau Müller. Dankeschön. Gerne. Sie sind doch so schön. Schön zu heiß gebadet. Wenn man sie zwei warmen Brüder sieht, dann müssen doch die Polkappen endlich schmelzen, oder? Ja, liebe Frau Müller, Sie haben das Ganze richtig erkannt. Wir zwei heiligen Regenbogenritter vom Home Popping 69 sind nicht bloß zwei billige Verkaufsroboter im Dauergrinsemodus. Nein, wir lieben unsere Ware. Richtig, wir behumpsen hier nicht einfach geisteskranke alte Humpel mit Wahnvorstellungen. Nein, wir leben unsere Lichterketten. Ach, ganz genau, wir sind Lichterketten und wir können sogar blinken. Ach, ist das herrlich. Von Ihnen zwei beiden würde ich mich auch so gern mal wieder richtig durchblinken lassen. Sie haben zwei so wunderschöne Seelen, so rattenscharfe Körper, ein so gottgleiches Grinsen. Sie strahlen wie ein gevögeltes Einhorn und ein onduliertes Frettchen, wie zwei Engel der Barmherzigkeit.
Gottheit, vom lieben Gott persönlich gesandt. Ach, der Frau Müller, wissen Sie was? Ich sag's Ihnen ganz ehrlich, Sie haben uns ertappt. Sie haben recht. Mein Name ist gar nicht Matthias, sondern Messias. Ja, jetzt ist es raus. Er ist der Sohn vom lieben Gott und ich bin sein bester Freund Petrus. Ja, über die Woche mache ich das Wetter und wenn ich frei habe, verscherbeln wir billige Elektroschrott-Ramschware vom 1-Euro-Grabbeltisch. Ja, um die Menschheit zu beschützen. Oder? Ach, ich hab's doch gewusst. Das hat er gut gemacht, der Heilige Vater, Sie zu HSE zu schicken. Keine Zeitverschwendung, wie doofen Kranken helfen oder fiesen Flüchtlingen. Nein, Sie verkaufen göttliche Gerechtigkeit in Form einer vierfarbigen Lichterkette, um uns alle zu erleuchten. Ach, ich segne Sie. Blink, blink. Oh, blink, blink, auch Ihnen, Frau Müller. Ach, Sie sind so wunderbar. Ich glaube, ich habe mich verliebt. Hm. Wenn Sie nicht geisteskrank wären und ich so stockschwul, ich würde Sie wirklich heiraten. Oh, und dann mit einer Lichterkette erwürgen und beerben. Ach, wäre das schön. Von niemand würde ich mich lieber heiraten, umbringen und berauben lassen, als von Ihnen beiden. Ich segne Sie, Sie göttliche Propheten. Und vergessen Sie nicht, Frau Müller, immer wenn wir eine Lichterkette verkaufen, bekommt ein Engel seine Flügel. Oh, wirklich? Dann nehme ich sie alle. So ist recht, Frau Müller. Amen.